Hallo, herzlich willkommen zurück bei Nier Automata. Wir wollen zu Pascal und zwar mal ganz, ganz. Ich kann nicht transportieren. Warum kann ich nicht transportieren? Okay, wir wollen zu Pascal, aber mal ganz, ganz schnell. Warum habe ich nur den Transport nicht? Das ist schon seltsam. Gut, wir können ja den Weg ganz schnell laufen. Ich kann dich vollkommen ignorieren hier. Zack. Bin ich aber gespannt, was da bei dem los ist. Glaube, ich habe das Spiel zu lazy. Ich höre nämlich nichts auf meinen eigenen Ohren. Wundere mich, dass ich die Schnellreise nicht benutzen kann. Na gut. Bin aber gespannt, ob dieser Spieldurchlauf hier genauso lang ist wie die vorigen zwei oder ob der kürzer ist. Und wir steigen ja jetzt deutlich später ein, ne? Auf jeden Fall gab es Action bei Pascal. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich muss das Spiel mal einfach in meinem Ohr kurz einmal etwas lauter gestalten. Warum was denn da? Kriegt ihr gar nicht mit auf in die Aufnahme mehr. Habe ich ja gerendert, geändert, nicht gerendert. Ändern kommt später. Oh, das sieht aus, als würde es hier brennen. Ach du Schande. Kannibalen? What the hell? The machines are eating each other? Pod, where's Pascal? Unknown. Cannot establish connection. What happened? I don't know. Some of the villagers suddenly went mad. They began attacking their friends. I managed to help the children flee to safety, but I fear everyone else's. You need to get out of here before you're next. Just go. Run. I'll figure out how to handle this. But what about you? These guys can't touch me. Now move your ass. Right. Aber man kann eigentlich fliegen. Die sind auf jeden Fall zu schwach, um hier wirklich gefährlich zu werden. Wir sprechen mal hier schnell. Die Schlange ist das größte Problem. Scheiß Schild. Da oben kann ich wahrscheinlich nur Rettung bieten, wenn ich über 9S verfüge. Sonst kann ich dem Kind, das da drin ist, wahrscheinlich gar nicht helfen. Wir rutschen. Werden die jetzt hier auch gehackt oder wie ist, was ist hier das Problem? Ach, das ist auch ein Bilder. Das war die große Schwester, oder? Na toll. Alle Maschinen geben den Geist auf. Ach guck mal, da ist noch ein Chip gefallen, den sollte ich mitnehmen. Ein besonders guter, aber. Wobei ich vielleicht sie tatsächlich auf kritische Treffer skillen sollte. Da muss ich noch mal ein bisschen schauen. So. Ey, nein, nein, bleib doch da. Menu. Und hier. Ist nichts mehr.
Gehen wir mal hier über die Brücke. Wir müssen jetzt alle finden, die irgendwie mit der Mission zu tun haben, ja? So, da oben war ich schon, das heißt hier runter. Oh, Moment. Hier geht es einfach mal weiter. Wenn ich den nicht treffe, ist er natürlich schon kacke. So. Is that all of them? Pod, scan for survivors. Scanning. No life signs detected. None, huh? Pascal, can you hear me? Hey, too. How is my village? My people? I'm sorry. I couldn't help them. Oh, no. Are the children all right? I've taken them to the abandoned factory. All right, I'm on my way. Gut. Ist Pascal in der verlassenen Fabrik. Richtet er wieder jetzt neu ein, oder wie? Da können wir jetzt aber kurz fragen. Ja, danke, bitte. Verlassene Fabrik. Kein Bild da. Dann gehen wir erstmal zum Eingang. Das wird schon irgendwie passen. Schnellreise ist unser Freund. Und ich habe beschlossen, jetzt zieh's durch, jetzt mache ich auch alle Enden irgendwie rein. Die meisten sind ja wirklich nur so. Ja, sind ja nicht mal richtige Enden. Schnell durchlauf der Credits, könnte man eher sagen. An bestimmten Stellen etwas Bestimmtes machen. In die falsche Richtung gehen, sterben, Fisch essen. Mal gucken, wo ich den Fisch kriege. Die Makrele übrigens. Über die haben wir eine E-Mail erhalten. Da müssen wir auch gucken. Wird wahrscheinlich Androiden das Öl nicht so gut zu vertragen. Wir schauen mal. Kommt auf jeden Fall alles rein. Ja. Jedes Mal der gleiche Fehler. Atmos. Also okay. Der ist direkt hier drin. Alles klar. Hat die echt eingebaute High Heels oder sind das wie viel? Echt? Echt High Heels. Das ist ja jetzt nicht das beste Schuhwerk zum Kämpfen, aber okay. Pascal, are you okay? Me too. So what exactly happened? I don't know. Some of the villagers just started to feed on each other. If you hadn't come along, I'm sure we would have met the same grim fate. Thank you. So is this factory safe? It was once occupied by a cadre of fellow machines that had gone berserk. However, 2B took care of that threat. It is quite safe now. We've been using it for storage for some time. All right. Query. We understand that machine life forms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot regenerate our cores. Cores contain the data which forms our self-consciousness. If one is destroyed, there is no way to restore it. We usually store our cores in safe places, but this time, the villagers had their cores destroyed as well as their bodies. I see. Verunglückt. Still, if we're gonna hole up here, I wish we had more info to work with. Proposal. Unit A2 should secure the safety of Pascal and the children immediately. What's the hurry? Haste is predicated on data obtained from the recently restored cross-regional pods network. Wait, there's more of you? Affirmative. Cross-regional data reveals a large number of machine life forms amassing around these ruins. What? Okay. Pascal! Hey, too! Reinforcements are infiltrating the facility. I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you. I will smash them up and kill them. Mm-hmm.
Bin ich aber gespannt, was da alles kommt. Ach du Schande. Why are they coming after us? Why? We can sort it out later. Right now we have to take them down. Da war ich wieder auf dem falschen Pott. Aber das ist ja hier ein Witz. These bastards won't stop. A2, I have an idea. Please buy me a bit of time. Das Gute ist, dass ich hier dann ein bisschen was an Kohle kriege, mag ich von Erfahrung, aber eben auch Chips. Und ich gehe jetzt einfach hier zuck, zuck, zuck. Muss man dann nehmen. Materialien gibt es auch so ein paar. Come on, Goliaths too? Das ist nicht schön. Das ist ein einfacher Panzer. Goliath-Klasse hin oder her. Erledigt. Und sie jetzt aus der Atem sein? Die ist nicht aus der Atem. Jetzt wurde sie auch nicht. Noch mehr. Oh. Ach Mist. Ja, ich hätte mich aufheben. They're still coming. Ach du Scheiße. They're not A2. I can handle this. Hat die jetzt echt okkupiert? Wo auch immer er den gefunden hat. Mann, ist sie schwerfällig. Oh Gott, das ist ja ätzend. Ich kann nicht zielen. Ich habe keine Spezialattacke, ich habe nur die Nahkampfattacke. Ah, ich kann zumindest ein bisschen zielen. Ja, der Laser ist hilfreich. Oh, ein Kampf unter Gleichgesinnten. Ich war schneller, Kollege. Bin wieder schneller. Engels. Oh, diesmal ist es unentschieden, oder? Gott. Ich bin wieder ein Tank schneller.
Are you all right, A2? Yeah. Thanks for the assist. I fear for the children. Let us hurry to them. Oh, jetzt ist Pascal. Warum hat er ein Echo? Hallo laufen. Wird bestimmt infiltriert worden. Wobei A2 hat gut aufgepasst. Aber nicht gut genug. Do such a thing. I taught them everything. All my thoughts and emotions. I thought it would serve them well in the future. But instead... How would teaching them lead to something like this? Fear. I don't understand. I taught the children what fear is. I felt they had to know so they wouldn't rush heedlessly into danger. But instead... Fear destroyed them. It caused them to take their own lives. If I knew this could happen, I never would have. Das ist dein Fehler. A2, I need your aid. I cannot live with this heartbreak inside me. I need you. I need you to delete my memories. And if not, then I need you to kill me. Initiating hacking to cut off memory circuits. Ich will ihn eigentlich weder töten noch. Kann ich mich aber wahrscheinlich nicht zu entscheiden, oder? Initiating hacking to cut off memory circuits. Pod, Pascal's memories. Understood. Initiating memory deletion procedure. Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Ich will das nicht tun. Nur Maschinen und trotzdem. Memory deletion complete. Reset timer activated. Pascal. Verdammt, harter Tobak in dem Spiel.
Jetzt kann ich nur 9S überwachen. Okay. Port 153 wird einer in 9S weiterhin unterstützen. Port 42 Vorschlag. Port 143 sollte den Mentalzustand von einer in 9S regelmäßig überprüfen. Bestätigt. Puh. Looks like he's awake, Devila. Morning. Slept well, didn't you, 9S? Mit Binde sieht er besser aus. I'm in the resistance camp? That's right. You've been unconscious for nearly 2 weeks. A little thank you for saving your butt would be nice. Where's 2B? You know that better than anyone, no? Her black box signal disappeared. Oh. Devila and Popola are rare android models designed for medical treatment and maintenance. Without the bunker, they are the only remaining way for Unit 9S to initiate repairs. Proposal. A word of appreciation is appropriate. Thanks. Yeah, there used to be lots of our models around. Apparently, we were put here to oversee some kind of large-scale system that was in place. Apparently? What does that mean? It means we don't know. All the records from that era have been deleted. Our model kind of went nutso at some point in the past. It ended badly. Most of our kind were disposed of after that, but we were spared. They used us as a sort of control group in order to ensure such a thing couldn't happen again. So yeah, we're lab rats. But at least we get to be here helping out friends. I'd like to think that we're atoning in some way for our past sins. Try not to overdo it, 9S. Moment, kann ich schon. Ja. Ich muss gucken, welche Plugin-Chips ich bei ihm ausgerüstet habe. Immer noch. Wir passen die Ausgerüstung ist immer noch. Die Geschichte mit der Übernahme. Ja, perfekt. Nummer. Fast alle Pop-Programme ist auch gut. Eine neue Aufgabe. Haben Sie womöglich diese Leute gesehen? Nee, tut mir leid. Sie waren in meinem Trupp, aber ich habe den Kontakt verloren, als sie Feldforschung betrieben haben. Wenn denen etwas zugestoßen ist. Und verblümt gesagt, wenn sie tot sind, muss ich es wissen, um gebührend um sie trauern zu können. Können Sie sie für mich suchen? Ich würde selbst losziehen, aber meine Motorensysteme wurden vor einiger Zeit schwer beschädigt. Aber ich muss einfach wissen, was hier passiert ist. Ich suche. Bla, sagen Sie mir, wo ich ungefähr beginnen sollte. Als ich das letzte Mal von Ihnen hörte, waren Sie in der versunkenen Stadt. Gib dir ihre ID-Codes, wir benutzen alle Doppelwaffen, daher solltest du sie leicht finden können. Sollten sie tot sein, wäre es schön, wenn sie persönliche Dinge mitbringen könnten. Ich habe eine neue E-Mail, okay. Posteingang. Sonderkorrespondenz, Sonderkorrespondenz, Sonderkorrespondenz. Okay, dann lesen wir die mal. Achtung an alle Androiden. Wie alle wisst, endet unsere groß angelegte Offensive mit einer vernichtenden Niederlage. Dabei ist vor allem der Verlust unserer Yorha-Landsleute sehr bedauernswert. Wir werden ihr mutiges Opfer nicht vergessen. Dennoch dürft ihr die Hoffnung nicht aufgeben, denn die Wahrheit ist, dass wir, die größte Armee der Menschheit, immer noch die Oberhand haben. Macht weiter und kämpft für den Sieg. Nicht nur um euretwillen, sondern auch um der gefallenen Willen. Ehre der Menschheit. Okay, Transportsystem ist nicht aktiv. Wie sieht die Karte aus? Soll in die versunkene Stadt und ansonsten nichts weiter im Burgwaffenshop. Da gibt es was Neues. Also was Neues in der Burg. Wo ich momentan nicht hinreisen kann, weil ich nicht reisen kann. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir das dann regeln kriegen. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier vorne raus.
Dann gehen wir mit ihm erstmal Richtung Emil. Unten sind ein paar Sachen. Ach, und in der verlassenen Fabrik ja auch. Wir auch einsammeln müssen. Der Turm. What is that? An enormous facility that appeared from an area beneath the ground. It would appear to be machine-related in origin. Further details unknown. Mobile transport platform detected in the section emerging from the facility center. So, an elevator? Gut. Aber das ist jetzt für uns interessant, denn jetzt können wir tatsächlich die Schnellreise machen. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt erstmal in die Fabrik zuerst. Erstmal speichern. So, ich möchte in der Fabrik unten dann jetzt die fehlenden Truhen einnehmen. Da gab es ein paar Türen und ein paar Truhen, die ich nicht habe öffnen können, weil ich nicht in ein Nest war. Jetzt bin ich in ein Nest, dann habe ich eine gute Chance, das zu tun. Und ich sollte das gut nutzen. Und ich muss dann nochmal mit Emil verquatschen. Weil ich jetzt mal schauen muss, ob er jetzt auch die Maske in seinem Inventar hat hier. Oh, dunkel ist es. Booster! Die Emil-Maske habe ich, gut. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Den muss ich einmal übernehmen, damit ich das Modell auch kriege für die Arena. Das soll, glaube ich, das stärkste Modell sogar sein, je nachdem welche Bewaffnung. Das hat schon mal nicht funktioniert, weil ich nicht vorsichtig genug war. Bin aufgeflogen. Ungünstig. Aber hier einsagen. Okay, irgendwie. Ach so. Meine Plugin-Chips sind schon wieder voll. Das heißt, ich muss wieder Chips zerstören. Mal ganz kurz Unterstützungschips, da gibt es bestimmt einige, die ich nicht brauche. Ja, guck mal, hier sowas zum Beispiel. Weg damit. Weg damit. Der Unterschied erscheint mir noch relativ gering, deswegen die kleinen können weg. Auch weg. Rache kann weg. Einfachen verdienten Erfahrungsdinger hier können weg. Und Ratten scheinen mir doch auch sehr teuer zu sein. Bewegungstempo-Chips können weg. Ausweichdistanz-Chips. Naja, könnte ich fusionieren, aber eigentlich. Weiß die hier kann weg. Ich muss nämlich noch Sachen wieder einnehmen können. Die Klingzeit benutze ich sowieso nicht. Das heißt, da ist Plus. Angriffschips. So. Muss ich den drin haben, damit ich die benutzen kann, oder? Muss ich mal kurz gucken. Muss ich mal bei Zeit gucken. Der ist definitiv zu teuer. Der ist definitiv zu teuer. Die ist ja schön und gut. Bringt mir jetzt nicht viel. Das ist einer zu teuer. Du bist zu teuer. Einmal aufräumen hier. Hier viel zu teuer. Kritisch
Akkus hier halte ich drin, dafür ist der hier viel zu teuer. Der hier ist auf jeden Fall zu teuer, der hier ist viel zu teuer. Der ist teuer und okay. Verglichen quasi. Teuer. Ja, ich könnte die auch verkaufen. Dann hätte ich wenigstens noch was. Jetzt halt ätzend, dass ich wirklich nicht die Option habe, zu sehen, wie viele Chips ich bei mir trage und wie viele ich noch tragen kann. Ne? Darum komme ich bestimmt mit der Maschine ran. Egal. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Ah. Wo die mal die ganzen Kisten waren, die und Türen. Sollte von vorne durchgehen. Wäre klüger gewesen. Weißt, ich kann. Hier bin ich ja jetzt. Bin ich jetzt unten? Ich gehe von vorne durch. Alles andere macht keinen Sinn. Das heißt. Vom Fabrikeingang aus. Sonst bringt das hier alles nichts. Das heißt, der Rest der Folge wird jetzt wieder so ein bisschen erkunden mit 9S in der Fabrik sein, um die beiden Truhen wieder zu finden, die irgendwo waren, und die verschlossenen Türen. Mit 9S war ich hier unten ja generell auch noch nicht. Es wird auf jeden Fall nicht wirklich schön werden, nehme ich an. Wenn ich jetzt oben durch den Eingang gehe, kann ich zumindest überprüfen, ob Pascal da rumsteht. Das finde ich, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Auf jeden Fall mal schnell speichern. Na. Ja. Gucken wir doch mal, wie da jetzt schon liegen oder ob das zeitlich vorher ist. Wenn es zeitlich vorher ist, es erklärt zwar, warum A2 ihn nicht im Lager hat liegen sehen. Ja, es scheint zeitlich vorher zu sein. Ja, du sollst schon mit dem Paar schon unten. Der Plan war gegeben. Da muss ich ja gucken, dass ich nicht entdeckt werde und ein paar neue Maschinen hängen kann. Eben unter anderem die vierbeinigen. Das ist das Wichtigste. Die brauche ich für die Arena, damit ich in der Arena besser klarkomme. Und die erste war schon mal gut. Ich bin auf dem Weg zum Thronsaal und im Thronsaal war auch die erste Kiste obendrauf. Macht sich natürlich was drin ist, aber das sehen wir dann ja. Volle Erholung. Hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, aber es gibt ja noch mehr. Gucken wir mal. Das ist echt ein bisschen gruselig hier. Muss ich einfach mal festhalten.
für die ist schon zu spät um. Zu übernehmen. Also erstmal ist das alles sehr Willow-Sache hier. Hier ist der Speicher, glaube ich, gewesen, oder? Ja. Der Fahrstuhl. Wichtig ist hier einmal Zwischenspeichern. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich gehe mal raus. Sich wieder dahin stellen, ist gut. Den kann ich dann auch nicht mehr einnehmen. Zerstörung. Okay. Oben mal weiter. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Sprenger. Ah, hier oben ist auf jeden Fall irgendwo eine Kiste gewesen. Wow. Diese Maschine. Hey, das ist immer noch die beste Variante. Mit Abstand. Es geht deutlich schneller als mit E2. Ignorieren, soweit es geht. Die schon uninteressant sind. Hier hätte ich gerne die Maschinen. Aber wenn ich sie nicht hinterrücks kriege, kriege ich sie gar nicht.
Was durchaus ein Problem darstellt, aber nun gut. Das Item holen. Also jetzt kommen die Sprengmaschinen, glaube ich, ne? Ist die erste Tür. Und manchmal ist aber auch deine Zecken echt nicht nötig. Kommen wir mehr. Kein Stress machen. Das ist schwer. Ein Speer. Okay. Grausame Arroganz. Das fand ich nicht so gut, dass ich das aufgenommen habe, nehme ich an. Speer passend zu seiner Hauptwaffe, nehme ich an. War glaube ich so, ne? 80% der Waffen, sehr gut. Grausame Arroganz, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir hier eben auch grausamer Schwur und grausamer Blutschwur, ja. Grausame Sachen. Das sind die Waffen, die er von vornherein hatte. Jetzt haben wir eine neue, das ist gut. Easy peasy lemon squeezy, sag ich da mal. So, das hat sich ja schon mal ein wenig gelohnt. Jetzt hier nochmal kurz runter zum Speichern. Wieder rauf und dann gab es noch eine Truhe, meine ich, und noch eine Tür. Dann wäre es ja fast schon noch hier. So. Oha.
Ah, also vielleicht kann ich die übernehmen. Das sind ja recht einfache Maschinen hier. Alle ganz simpel gehalten. Hier rum, okay. Konzentrieren wir. Eins, eins, zwei, Becken eins, eins, zwei, Becken eins, 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 zwei. Jetzt da habe ich wieder Mucks gemacht, den hätte ich vielleicht sogar kriegen können. Türen. Ah ja, da ist die weiter verschlossene. Wo ich hier überhaupt hinkomme. Das ist ja spannend. Da oben will ich, glaube ich, hin. Ein neues Layout. Hab mir auch nicht geholfen. Das gleiche Layout nochmal. Mit zwei direkt ineinander liegenden Maschinen. Aber ich glaube, dass das kompletter Zufall ist. Irgendwie glaube ich, dass das schneller ist als das Schießen in dem Fall. Also man kriegt natürlich zwei gleichzeitig.
Ja, auch dann ist das hier jetzt zügiger, als die komplett noch bis zum Ende durchzuschießen, weil die Explosion einfach mal noch einen ganzen Satz an Schaden macht. Dann muss ich wenigstens nicht unten die Gefahr eingehen, abgebaut zu werden. Und kriege hier nochmal eine Kiste, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist gut. Archiv, Projekt Gestaltbericht 5. Noch eine Kiste? Und unten ist eine Kiste. Ja. Ein bisschen was mit Zeug, okay. Muss ich da echt noch laden? Das wäre gut, wenn ich da jetzt noch Glück hätte. Leider nein, leider gar nicht. Okay, hätten wir das Thema hier erledigt. Dann gucken wir mal weiter, ob es noch mehr gibt. Das ist nämlich schon entdeckt, schon wieder. Ah, nee. Uiuiui, Entschuldigung. Na guck mal, jetzt bin ich Mist. Ja. Er dürfte mich eigentlich entdeckt haben. Ich habe keine Chance, da oben dran zu kommen. Wenn ich das richtig sehe, ist das nur... Es ist eine große Kiste. Es ist schon wieder... Und hier ist auch jedes Mal der Körper. Ich habe keine... Möglichkeit dauert, aber Ressourcen sind wichtig, ja, Ressourcen sind wichtig. Trotzdem wüsste ich ganz gerne, wie ich da bekomme. Naja, gut. Ja, der hat mich natürlich auch entdeckt. Da machen wir gar keine falschen Hoffnungen. Jetzt zumindest da einmal dran rum, dann kann ich jetzt den zweiten Bereich einmal noch abgehen. Aber ich glaube, da ist dann auch nicht mehr so viel. Und man sieht, ich komme mit 9 das besser durch, als es mit IQ der Fall war. Kommen wir jetzt hier vielleicht einfach nur wieder raus. Ja, der Fahrstuhl geht nach oben.
schon so lange her, ich habe keine Ahnung mehr. Hier sind wir. Und noch eine Kiste. Kantinenschild. Ah. Okay. Tut mir leid, Kollege, aber ich habe keine Lust, mich mit dir anzulegen. Echt nicht. Jetzt sind wir wieder draußen. Dann mache ich die Brücke wieder hoch, oder? Ah, ich lasse das runter. Okay. Da steht, wie auch immer. Okay. Ist ja auch so ein Ressourcen. Da kann man mal reinnehmen. Wer nicht ist. Okay, den ursprünglichen Pfad. Intelligent, wie ich ja mal so bin. Ihr seid zu schwach. Aber es gibt ein bisschen was an Materialien. Es ist immer wieder faszinierend, dass diese Maschinen alle eben nicht in der Lage sind, den einfach Rückschluss zu ziehen, dass sie sich besser nicht mit mir anlegen sollten. Soll ich noch gucken, wie ich hier wieder rauskomme vernünftig. Ach, jetzt kommt ja die ganze Horde an Maschinen hier, oder? Interessant. Und zwar sowohl im Aspekt der Erfahrung als auch der Ressourcen wirklicher Art. Ich muss mal rausfinden, wo ich so eine Spinnenmaschine quasi überraschen kann. Ah!
Das geht definitiv schneller, als sie im regulären Kampf zu besiegen. Ach, sehr gut, hier wollte ich auch hin. Die ganze Zeit wieder zwei Kisten, die ich öffnen musste. Noch nicht, nur eine. Das ist jetzt ziemlich frustriert, okay. Komme ich von wo nach wo muss ich? Und von hier normalerweise, oder? Genau. Hier kann ich komplett wegignorieren. Alles, was hier jetzt kommt. Ich will ja jetzt hier nur noch raus. Damit ich die Folge beenden kann. Die Villa eines frommen Roboters. Okay. Haben wir schon mal ein bisschen was gesammelt. Das ist doch schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, ob wir mit Emil in irgendeiner Form interagieren können. Bis dahin, euer Steffel.